Oh, hallo, ihr abenteuerlustigen Feenschnitten. Ey, oh, Crystal meine Kristalle geht grad. Sind richtig gut. Ich fand eine Menge Kristalle. Ein herzförmiger Kristall, ein diamantenförmiger Kristall, ein grasfressender Lärchenkristall. Das juckt doch kein, wie viele Kristalle. Also, wo bist du? Ein Mensch, Mädels, demnächst müsst ihr hier mal aus dem Apartment abziehen, weil Neuigkeiten anstehen. Wen interessiert das? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du bist doch bloß neidisch, weil Damien... Derek vorbeikommt. Aha. Und wir werden total den Spaß haben ohne euch nackten Trollers. Aber das ist doch unsere Wohnung. Wir wollen auch ein bisschen Spaß. Wir können nicht alle Spaß haben mit Derek. Weil er ist nämlich mein Freund. Warum bist du? Und bist wenn du ich irgendwas mitkriege, so ich warn dich. Echt mal, wir sollten Pizza bestellen, weil mein BH-Kram hier. Kristalle sind nicht so. Kristalle sind gerade gar nicht wichtig, sondern Jungs. Hört auf, so laut zu reden, mein Kater bringt mich gerade um, ich... Sailor Venus, bist du okay? Du hast doch schon seit Tagen einen Kater. Oh, Darien, mein Schatz. Ich dachte, sein Name wäre Derek. Du sagtest... Hör zu, Miststück. Hier ein paar Worte, die du dir reinziehen solltest. Ich hab nen Hund, der Hund ist bunt, kunterbunt, bunter Hund, bunter Hund. Diese Worte haben den größten Sinn überhaupt jemals. Ich weiß, pack's dir auf den Nachttisch. Hallo, Sailor Scouts. Oh, Danny Man. Der sieht noch besser aus, als ich's jemals von meiner Vagina gedacht hätte. Also, Mädels, erzählt mal was von euren Abenteuern. Mir passt dein Ton nicht, Fetti. Ja, du sexistisches Arschloch. Steck dein Ding ins Brötchen. Ich verstehe nicht ganz. Habe ich was falsch gemacht? Ja, Junge, du bist nämlich voll in dein eigenes Fettnäpfchen getreten. Wie jetzt? So reißt man keine Schlampen auf, Junge. Und jetzt verschwinde hier. Sailor Jerry's, erzähl nicht so einen Mist, sonst reiß ich dir den Arsch ab. Deine Beleidigungen sind für mich nur verwirrend. Hör mal, Serena, ich will die Sache einfach nur noch beenden. Das ist doch alles albern. Ich glaub, der macht mit einer Schluss. Wessen Freund war er nochmal? Woher verdammt soll ich das wissen? Das Audiodrama hier ist echt nicht lang genug für Nacktszenen. Sie ist, könnte dein Macker sein. Wo bleibt die Pizza? Wir haben sie vor 5 Tagen bestellt. Wie lange sollen wir noch Sailor! Warten? Pluto? Sailor Pluto, verschwinde aus der verdammten Welt. Wir spielen nicht mehr mit dir. Das ist wirklich beleidigend für den Pluto. Du kannst mir das auch 2 oder 4 Mal sagen. Trotzdem ist es nicht richtig. Haben wir noch mehr Alkohol? Ich verlasse dich. Na dann, ich bring mich mal um. Oh mein Gott, das mache ich auch. Ist noch jemand da? Dann wollen wir mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja? Pizzalieferung für eine Fräulein Sailor. Sie ist tot. Oh, okay.